Hallo, herzlich willkommen zu der letzten auf Zelda Ocarina of Time Let's Play von mir schon. Wer das letzte Mal haben wir da hinten in diesem Dings da, also in so verlorenen Wald gegangen, haben uns ein Herz da geholt. Und wir waren auch noch im Zoras Reich. Und da haben wir uns auch noch die Silberne Schuppe geholt. Und ich habe ja gesagt, dass wir dieses Mal hier anfangen werden, sobald es Nacht wird. Und da wollen wir natürlich diese verdammte Spinne endlich umbringen, bevor die wieder verschwindet. Wäre nicht so cool. Und die holen wir uns jetzt auch. Hoffentlich nicht, dass wir jetzt irgendwie total fehlen. Komm schon, Link, nicht fehlen. Aha, aua. Link, pass auf, Mann. So, geht doch. Und da. Du hast eine goldene Skulptur erhalten. Nice. So, wie das sein sollte. Haha. So, jetzt nur die Frage, ob ich dieses komische Lied nochmal spielen muss. Schauen wir mal. Ja, scheint immer noch fest zu sein. Oder ich weiß es nicht. Ich mach's lieber mal zur Sicherheit nicht, dass wir jetzt total nach unten fliegen und sterben. Nein, nicht sterben, aber ihr wisst schon. Nein! Verdammt! So. Blöder 360 Grad Stick. Zelda Swing Lied. La la. Komm schon, wehe, ich muss. Wehe, das funktioniert. Okay, funktioniert. Ha. Ich wollte gerade sagen, wir mussten das gar nicht machen, weil dann hätte ich die ganze Zeit ums Holz verschwendet, diese unglaublichen 20 Sekunden ungefähr oder so. Okay. So, und das letzte Mal haben wir eigentlich schon alles Wichtige gemacht, das wir hier machen müssen. Oh, es gibt noch eine Sache, die vielleicht ganz lustig sein könnte. Ich weiß nicht, ob wir jetzt schon hier runterkommen. Kommen wir? Ich weiß es gar nicht. Finden wir es heraus. Und los, Link, du schaffst es! Ja, nice. Denn hier gibt es noch was anderes, das ganz nützlich sein könnte. Haha. Und zwar genau hier. Hier ist nämlich eine Flasche. Oh mein Gott, eine Flasche, endlich. Los, Link. Eine Flasche. Sehr schön. Oh, da ist ja bereits etwas drin. Ja, immer diese... Oh nein, ich wollte dich tauchen. Hör auf. Immer diese unnötigen Sachen, die kein Schwein braucht. Oh, wow. Alter, schreck mich nicht. Ha, mit dir will ich gar nicht reden. So. Hier gibt es aber auch noch was anderes. Also abgesehen davon, dass es hier ein komplett neues Gebiet ist. Und hier es noch viel mehr Dinge gibt als nur ein paar. Hier gibt es erstmal, zum einen könnten wir da hinten fischen gehen. Aber zum anderen, viel wichtiger, gibt es hier... Hallo. Drehende Fiddlesticks. Fiddlesticks. Ich bin Biron. Das musikalische Vogelscheuchen-Chili. Wenn ich ein Lied einmal gehört habe, vergesse ich es nie mehr, Süßer. Süßer? Okay, und was ist mit dir? Ja. Komm schon, sag was Interessantes. Ich bin Balzac, die Vogelscheuche. Okay, ich wünschte, ich könnte reisen, um herzergreifende Lieder zu hören, aber ich stecke hier fest. Okay. Nein, stopp. Nein! Wenn dir ein schönes Lied einfällt, komm her und spiele es mir vor. Okay, ich wollte was anderes machen. Hoch, hoch, runter, runter, links, rechts, links, rechts. Eine wunderschöne Melodie. Sie geht richtig ans Herz. Hoch, runter, runter, links, links, rechts. Hoch, hoch, runter, runter, links, rechts, links, rechts, BA, Start. Wenn dir ein schönes Lied einfällt, komm her und spiel es von mir vor. Okay. Was ist mit dir? Was ist, wenn wir dir was vorspielen? Oh, wow, du hast eine Ocarina. Hey, warum flötest du mir nicht was vor, Süßer? Natürlich. Hoch, hoch, runter, runter, links, rechts, links, rechts. Nice. Naja, nicht so schlecht. Ich werde die Melodie im Kopf behalten. Ich kann mir jedoch höchstens 8 Noten merken. Also für heute lass gut sein. Süßer? Natürlich. Okay. Ich glaube, das ist jetzt schon mal... Das war's jetzt hier. Ich hoffe, das hat jetzt gezählt. Okay. Ja gut. Wir gehen einfach mal zurück und hoffen, dass es funktioniert hat. Wir haben ja schon das eigentlich Wichtige bekommen. Jetzt wird erstmal zurückgetaucht, Mann. Wow. Sehr schön. Aha. So. Oh Mann, wie die immer auftauchen. Voll gruselig. Fische.
Fischmenschen. Oh mein Gott. So schuppig. So, aber als nächstes wollen wir jetzt natürlich zum König. Obwohl, es gibt ja noch was anderes Interessantes. Denn, hoa. Huch. Was steht denn da drin, Mann? Nanu. Sieht aus, als wäre da etwas in der Flasche drin. Oh, es ist ein Brief. Ach, wer hätte es gedacht? Hilf mir, ich bin im Bau von Lord Chabu Chabu gefangen. Ruto, oh mein Gott, Pers, verrate bitte mein Daddy nichts. Natürlich nicht. Ha, sowas würden wir niemals tun. Okay. So, hallo, total fetter, widerlicher Fisch. Der so widerlich ist, denn es hat einen Grund. Hey du, rede mit uns. Oh, meine liebste, teuerste Prinzessin Ruto, wo mag sie sein? Ich mache mir solche Sorgen. Okay, hey du, schau mal. Da, 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 da. Oh mein Gott. Dieser Brief, er ist von Prinzessin Ruto. Oh mein Gott. Lass mich lesen. Sie ist im Bauch von Lord Chabu Chabu. Das ist doch nicht möglich. Lord Chabu Chabu ist unser Schutzheiliger und würde Prinzessin Ruto niemals verspeisen. Ja, genau. Genauso sicher, wie Pfarrer keine kleinen Kinder anmachen würde oder so. Doch seit dieser seltsame Fremdling namens Ganondorf unser Reich besucht hat, benimmt sich Lord Chabu Chabu etwas sonderbar. Er tut so, als wäre ein Huhn. Der Brief scheint echt zu sein. Ihr dürft Prinzessin Ruto suchen, wenn ihr mögt. Passiert das da hinter mir? So, jetzt werdet ihr gleich sehen, warum das so schlimm ist. Ich behalte diesen Brief. Nehmt ihr die Flasche, in der er sich befand. Ihr werdet sie bestimmt gut nutzen können. Ja. Bitte findet meine liebste Prinzessin Ruto so schnell ihr könnt. Komm schon. Genau deswegen ist er so schlimm und fett. Warum tust du mir das an, Spiel? Ich habe keine Ahnung, warum die Leute von Nintendo sich gedacht haben, dass es eine schlaue Idee ist, den Spieler 2,5 Millionen Jahre warten zu lassen, bis dieser fette Fisch endlich weit genug nach rechts gerobbt ist. Komm schon! Muss es sein, ich kann doch jetzt schon durch. Du kannst jetzt schon warten. Katzi, bitte auf. Oh. Bitte, findet meine Liebsprozessor und so schnell ihr könnt. Danke. Natürlich. Aber davor müssen wir noch einmal kurz hier runter. Oh mein Gott, das war. So, und zwar müssen wir hier runter, weil wir jetzt natürlich eine leere Flasche haben. Und eine leere Flasche ist zweimal besser wie eine nicht leere. Oh mein Gott. Aber ja, gut, okay, nicht immer. Aber gerade eben schon. Denn wir haben hier schon ein paar Fische gesehen. Und die sind auch wichtig. Denn die können wir einfangen. Wow. Ey. Wow. Da, da, da. Da, da, da. Du besitzt jetzt einen Fisch. Lass ihn mit C frei. Ja, ja. Ja, ja. Natürlich machen wir das. So. Und wir brauchen den Fisch. Wow. Denn ihr werdet noch sehen, warum. Weil wir müssen damit einen Staubsauger aktivieren. Ja, ihr habt mich richtig gehört und ihr werdet noch verstehen, warum ich das sage. Und ha, jetzt können wir hier endlich vorbei und dieser fette Fettfisch ist nicht mehr im Weg und wird auch nicht mehr sich bewegen müssen. So ein Glück. So. Haha. Hallo, fetter Fisch. Tschüss, fetter Fisch. So, schauen wir mal. Hier hinten soll Lord Chabu Chabu sein. Ziemlich komischer Name für einen Fisch, der denkt, er wäre ein Huhn. La 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 la. Zoras Quelle! Alter, das ist doch kein Fisch, das ist ein Panzer. Ein Panzerfisch. Also. Oh mein Gott, gruselig. Ich will gar nicht wissen, was mit dem los ist. Aber bevor wir da hingehen. Ah, nein. Doch, nein, nein. Scheiß auf. Wir machen lieber zuerst den Fisch. Und hör auf. So, geht doch. Und zwar ist es ein blöder Fisch. Wir könnten ja mal mit dem Schild reden. Hey, Schild, erzähle uns von deinen Sorgen. Zoras Quelle, bitte nicht den Wal wecken. König Zora. Okay. Hey, du stinkst. Hallo? Hallo? Alter! Ich sag doch, das ist ein Panzer. Mann! Ich hoffe, ich mache das jetzt richtig. Und zwar, wenn wir jetzt hier den Fisch fallen lassen, werden wir sterben.
Los, Staubsauger! Oh mein Gott, wir haben es geschafft! Alter! Und somit haben wir den Staubsauger betätigt. Oh mein Gott, nein! Ich bin doch kein Staub! Sind wir jetzt Pinocchio? Vielleicht müssen wir ja Pinocchio finden. Chabu Chabus Bauch. Oh Gott, ich wusste gar nicht, dass Panzer von innen so aussehen. Und oh Mann, die Blubberblasen. Oh, wie es aussieht, sollen wir hier unser anderes Schild ausrüsten. Und die hier, die sind auch noch ganz nützlich. Verdammt, welche Taste? Ha, gut. Ja, ich hab's nicht verkackt. So. Und Pow! Sehr nice. Pow! So, die können wir auch so töten wie die Dekus. So, jetzt ist wichtig, die... Ja, die Blubberblasen sind böse und die tun ziemlich weh. Also, lasst euch nicht davon erwischen. Wir müssen was anderes machen, und zwar... Hä? Oh, es ist immer eine schlaue Idee, den Punkt von irgendwas in der Mutter mit einem Stein abzudingsen. Oh, okay. Jetzt habe ich eigentlich gedacht, dass irgend so ein Würgereflex kommt. Aber der Typ scheint ja schon mit dem Würgen ziemlich trainiert zu sein. Auch wenn ich jetzt nicht weiß, was das bedeuten soll. Oh Gott. Nicht die Quallen! Kann ich die so töten? Natürlich nicht. Oh Gott. Ich hasse die Quallen. Wir können jetzt noch nicht wirklich viel gegen die Quallen machen. Also, nein, nicht runter. Oh, gehen wir jetzt erstmal hier lang. Hallo. Hallo, du widerliche... Wenn man sich mal überlegt, ist es echt widerlich. Und, Oh mein Gott! Oh! Oh mein Gott! Ein Fisch mit Beinen! Hallo? Hey du, wer bist du? Ich bin Ruto, Prinzessin der Zoras. Oh mein Gott, ein Fisch, der sprechen kann! Was? Mein Daddy hat dich geschickt, um mich zu retten? Ja. Ich würde niemals jemanden um so etwas bitten. Oh, eine Zundere. Flaschenpost? Ich weiß überhaupt nicht, wovon du redest. Mein Daddy hat Angst um mich. Ist mir total egal. Ha. Bitch. Außerdem kann ich jetzt sowieso nicht heim. Und du verschwinde, kapiert? Was soll das denn heißen? Oh nein! Hättest du Haare, wärst du blond. Blonden Witz, kapiert? Entschuldigung. Der war schlecht. Okay. Hallo? Hey du, was soll das? Wegen diesem Video hier unten? Du bist auf meine Falle reingefallen. Jetzt werde ich dich umbringen. Oh mein Gott. Bist du immer noch hier? Du bist ja schlimmer als eine Klette. Du bist fast gestorben, du Dreckskind. Ich bin okay. Schon seit ich eine kleine Zoran-Prinzessin war, laufe ich hin und wieder in Lord Chabu Chabus Bauch herum. Pervers. Aber... Lord Jabu Jabu ist heute ziemlich seltsam. Er denkt, er wäre ein Huhn. Hier sind auf einmal elektrisch geladene Quallen und seltsame Löcher. Obendrein habe ich meinen wertvollsten Stein. Aber das geht dich gar nicht an, egal. Okay, wertvoller Stein. Du, verschwinde, kapiert? Okay, red doch mal mit uns. Du machst dir echt solche Sorgen um mich? Nicht um dich, aber um den Stein. Dann wird dir eine besondere Ehre zuteil. Du darfst mich tragen. Ach, wirklich? Und übrigens, ich bleibe bei mir, bis ich gefunden habe, wonach ich suche. Kein Witz, ich mein's ernst. Yahoo. Was für ein wundervolles Leben wir doch haben. Es ist nur... Oh Gott. Lass mich ruhe, du doofe Qualle. Lass mich ruhe. Nein. Obwohl, ich weiß nicht, wo müssen wir lang? Ich gehe einfach mal hier lang. Ich hoffe, hier müssen wir lang. Können wir hier schon irgendwie... Nee, okay. Und zwar, das hier, glaube ich, eine schlaue Idee. Mal zu schauen. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Irgendwas. Oh, stimmt, hier können wir noch gar nicht lang. Oh. Dann werfen wir. Ey. Die einfach mal hier hoch, vielleicht? Alter, das sind zwei. Oha. Vielleicht zwei von denen. Von diesen. Alter. Kamera, Mann. Was zur Hölle? Okay, du hast genug, okay? Ich weiß, dass du Angst vor mir hast. Lass mich Ruhe. Doofe Quallen. Ich glaube, die Quallen kann man mit dem Stock kaputt schlagen.
Aber man sollte die nicht mit einem Schwert angreifen, weil ihr habt gerade gesehen, was die machen können. Die haben Elektrozeugs. Nein! Igitt, Tentakel! Und ja, das ist nicht so schlau, mit einem Schwert, das aus Metall ist, draufzuschlagen. Oho, so. Und ich habe Angst, hier kommen so komische Geräusche. Nein, lass mich ruhen, du Drecksqualle! So, jetzt können wir es ja mal testen. Pow! Ja, es geht. Sehr nice. Aber wir haben nicht mal zu viele von den Sternen. Das ist nicht so cool. Und... Ey, Kameramann, hör auf! Warte, kommen wir hierher, oder? Ja, hier kommen wir her. Da will ich gar nicht hin. Oder doch, da will ich, glaube ich, sogar hin. Mann, also... Ich bin mir nicht so sicher über den Ort. Ich weiß nicht, ob ich ihn wirklich kapiere. Aber, na egal. Oh, wir werden es herausfinden. Aber zuerst machen wir mal ein paar bisschen von dem Zeug, wo ich weiß, wo es ungefähr noch hingeht. Ich weiß nicht... Au! Du Drecksvieh! Was soll das? Was macht man nicht? Was ist voll unhöflich? Stirb! Darum musst du sterben! Ah, okay. Nein, ich wollte noch... Ich wollte hier gar nicht durch. Egal. So, hier oben ist so ein Teil, das tut wahrscheinlich die Tür aufmachen. Und was ist, wenn wir weitergehen? Oh Gott. Kann man die kaputt schlagen? Ah Gott. Ah gut, die kann man kaputt schlagen, sehr schön. Nee, verschwinde! Ah. Ey, geh doch, okay. Und, hier sind ja überall Skulltulas und, ach nee, nicht die Viecher. Die Viecher sind nicht so cool und... Alter, Kamera, hör auf! Wir wollen aber am besten... Die Taste habe ich nicht gedrückt. Wir wollen am besten hier die Skulltula erstmal töten. Um sie ein bisschen bereit zu machen für... Ey, was soll das? Dass wir die einsammeln können. Und, na gut, dann... Obwohl, ich mache das hier auch... Ah, ich habe die Taste nicht gedrückt. Okay. Fatz. Ah, wisst ihr was? Ich scheiß drauf. Nicht so wichtig. Ha, wir machen einfach irgendwas anderes Dummes. Und zwar können wir jetzt hier schon hoch. Na, natürlich nicht. Wir werden hier auf den Knopf und dann gibt es hier ein kleines Problem. Denn hier gibt es so ein paar kleine Fische, die nicht so cool sind. Oh Gott, ich will gar nicht tauchen. Nein, hör auf, Link. Du bringst dich um. Hör, schnell. Ah, sehr schön. Ta-ta-ta. Du hast eine goldene Skulptur bekommen. So. Und, was gibt's denn hier oben? Oh, eine Fee. Bringt uns aber nicht allzu viel. Und Deko, na gut, okay. Mann, wie nutzlos. Bringt es eigentlich was, die Teile hier abzuschießen? Alter! Nein, okay. Gut zu wissen. So, jetzt... Ich habe immer noch Angst vor diesen komischen Fischen. Weil die, wo das so total nutzlos rumschwimmen, die können uns auch angreifen, wenn sie wollten. Aber irgendwie haben die da nicht so Lust darauf. Ha! Wir sind sicher! Stirb, Seifblase! Na gut, dann halt nicht. Ich lass dich leben, aber nur weil du es bist. Oh je. Wir haben ja schon 18 Minuten. Hey! Ich glaube, ich mache hier jetzt, glaube ich, die Folge beenden. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.